Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge waren wir hier bei den, wie heißen sie, den Bibi-Leipoons. Einfach um ein bisschen zu quatschen. Das werden wir auch diese Woche oder diese Folge beibehalten und wahrscheinlich auch die nächsten ein oder zwei. Denn, ja, ihr habt's ja sicher mitgekriegt, es gibt viel zu erzählen. Es gibt viel, worüber noch geredet werden muss. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil mein Kanal auf einmal weg war. Mein Kanal war ein paar Tage lang gesperrt, das heißt, ich konnte nicht drauf zugreifen, ihr logischerweise auch nicht, die Videos waren weg, im Prinzip sollte der, wie gesagt, wurde der zur Löschung sozusagen vorbereitet, ein paar Tage länger und der Kanal wäre halt weg gewesen, wäre gelöscht worden, wenn ja, auch mein Widerspruch nicht durchgegangen wäre. Ja, ich will die nächsten Folgen jetzt mal dazu nutzen, da mal ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen, naja, darauf einzugehen, was da genau passiert ist, wie es genau passiert ist und ja, was das jetzt in Zukunft bedeutet. Ich denke mal, ich werde mal mit den Hintergründen anfangen. Die allgemeinen Hintergründe, warum es überhaupt zu so einer Löschung kommen kann, werden wir jetzt erstmal abarbeiten. Das muss jetzt nicht allein mich betreffen, sondern es kann eben jeden betreffen. Deswegen, wie gesagt, erstmal die allgemeinen Hintergründe in dieser Folge. In der nächsten Folge eventuell eben das genauere, genauer auf meine Situation eingegangen, was dazu geführt hat, warum das dazu führen konnte, zumindest das, was ich weiß, und wie halt die Reaktionen entsprechend waren, meine, die von YouTube und natürlich auch die von euch, die ich soweit bekommen habe. Und ja, daraus folgt noch, denke ich mal, noch ein kleiner Ausblick in Sachen, Zukunft. In Sachen Zukunft, weil, wie gesagt, ich habe es auf Facebook und auf anderen Sachen angekündigt, wo ihr mich immer übrigens auch erreichen könnt, wenn dieser Kanal doch mal wieder gesperrt sein werden sollte. Facebook, Twitter oder eben mein Discord-Server, da bin ich erreichbar, da könnt ihr sehen, was los ist. Und braucht euch darüber halt quasi keine Sorgen machen, weil, wie gesagt, wenn der Kanal gesperrt ist, kann ich auf YouTube nicht mehr zugreifen. Das heißt, ich kann euch auch kein Video zeigen von wegen, hier, das und das ist los. Ja. Aber allgemein erstmal die Hintergründe. Tja, wir sind hier natürlich auf einer öffentlichen Plattform. YouTube hat selbstverständlich Hausrecht, beziehungsweise eben Google, weil die ja die Besitzer von YouTube sind. Und ja, auf YouTube ist es so, natürlich sollte man da den Richtlinien entsprechende Videos aufnehmen. Man sollte sich verständlich benehmen, man sollte auch natürlich verschiedene Sachen beachten, weil letzten Endes das Internet und damit auch YouTube sind kein rechtsfreier Raum. Deswegen ist es nun natürlich so, dass sich YouTube da entsprechend auch absichert. Da gibt es zwei Versionen, wie sich da abgesichert wird. Und zwar im Prinzip beides dasselbe. Man kann als YouTuber selbst Verwarnungen bekommen. Je nach Schwere der Tat kann es auch zu sofortigen Sperrungen bekommen. War in meinem Fall nicht der Fall. Man kann Verwarnungen, sogenannte Strikes, bekommen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Arten von Strikes, die man sich einhandeln kann. Bei drei Strikes hintereinander oder bei drei Strikes, wenn man drei Strikes auf einer von den beiden Seiten hat, wird der Kanal gesperrt. Das heißt, es kann sein, dass ich auf einer Seite zwei Strikes habe und auf der anderen schon zwei und trotzdem ist mein Kanal noch offen. Habe ich aber auf beiden oder halt auf einer Seite drei Strikes voll, wird der Kanal automatisch gesperrt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es dass man sich jetzt hier am Leben am Limit zwei Strikes anhandeln sollte und dann wieder nett sein sollte. Nein, die Strikes selbst sind mit Restriktionen, kleineren Strafen, nenne ich es mal, verbunden. So ein Strike, egal von welcher Seite her, der verschwindet vollautomatisch nach 3 Monaten wieder, wenn man sich nichts anderes zu Schulden kommen lassen hat. So ähnlich wie Punkte in Flensburg, nur da dauert es ein bisschen länger. Dafür darf man ein paar mehr ansammeln, soweit ich mich erinnere. Da habe ich, glaube ich, auch noch keinen, das ist gut. Ja, die Strike-Arten, die möglich sind, sind Content-Strikes, also Urheberrechtsverletzungen, die man als YouTuber begehen kann. Denn, Dü hat es in einem Video, wo er, auf das eingegangen ist, was mit meinem Kanal passiert ist. Da könnt ihr ja auch gerne mal reinschauen. Der hat das schon versucht oder hat schon im Groben erklärt. Diese Urheberrechtsverletzungen können natürlich immer passieren, wenn man zum Beispiel keine Lizenzen für das hat, was man macht. Zum Beispiel in diesem Video gibt es halt verschiedene, Quellen. Diese verschiedenen Quellen muss ich natürlich für diese Quellen brauche ich eine Lizenz bzw. halt die Erlaubnis, das Material verwenden zu dürfen. Das eine wäre meine Stimme. Ja, die Erlaubnis gebe ich mir selber. Diese Quelle sollte also nicht das Problem sein. Dann ist da die Hintergrundmusik.
die Hintergrundmusik, entweder die von In-Game, das heißt die im Spiel, oder bei manchen Spielen ist das halt so, oder eben die Musik, die halt als einzelne Playlist wie bei mir läuft, da brauche ich natürlich auch die Lizenzen für. Das heißt, ich brauche für jedes Lied die Erlaubnis und die Lizenz, dass ich dieses Lied im Video verwenden darf. Habe ich die nicht, kann ich es nicht verwenden. In manchen Fällen ist es dann so, dass dieses Video einfach nur geclaimt wird. Das bedeutet, sämtliche Werbung, die da drauf zu sehen ist, die wird dann halt an den, sagen wir mal, den Rechteinhaber der Musik oder was auch immer dann abgegeben. Und geht halt nicht mehr in Anführungsstrichen an mich, sondern halt an den Rechteinhaber. Was okay wäre, das Schlimmste wäre halt, dass dieser sagt, ja okay, das Video muss gelöscht werden und ich soll einen Strike dafür bekommen. Diese Strike, also Verwarnung, habe ich ja gesagt, darf man 3 am Stück sammeln. So, das nächste, was es natürlich noch gibt, ist selbstverständlich das Videomaterial. In dem Fall halt das Spiel von Fiesta Online. Ja, ich brauche natürlich also von Gamigo die Lizenz, dass ich hier überhaupt YouTuber oder Videos auf YouTube hochladen darf. Die habe ich selbstverständlich. Ich habe selbstverständlich auch die Hintergrundmusik-Lizenzen für alles, was da ist. Die von meinem Schwager, von meinem Cousin, der die Musik macht, der ab und zu mal zu hören ist. Und die anderen Musiken, die drin sind von KST Beats bzw. Epidemic Sound, habe ich beides. Also das ist kein Problem. In Sachen Fiesta-Videos, bei den anderen Videos brauchst du natürlich entsprechend abgewandelt. Ist aber für alles vorhanden. Ich würde kein Video, wo ich keine Lizenz habe, hochladen. Ist mir halt eben aus solchen Gründen, weil man sich halt so schnell vielleicht so einen Strike reinkassiert, ist mir das zu unsicher. Deswegen lasse ich das. Deswegen sind halt auch viele Projekte, die ich machen wollte, teilweise nicht gekommen. Zum Beispiel, wie hieß es? Warhammer Total War wollte ich ja ein Let's Play zu machen, habe aber die Lizenz leider nicht bekommen und das wiederum bedeutet, ja, es fällt aus, wird nicht bei mir gemacht, wird bei mir nicht gezeigt, Punkt. Ja, die zweite Möglichkeit, Strikes zu kassieren, außer diesen Urheberrechtsverletzungen, diesen Content Strikes, sind die sogenannten Community Richtlinien Strikes. Also sprich, Community-Richtlinien, Verwarnung, Verletzungen, wenn ich, was weiß ich, gegen die Richtlinien selbst verstoßen habe. Das heißt, ich habe gegen andere beleidigt, irgendwelche Daten offengelegt, die privat von anderen sind, die nicht hätten offengelegt werden sollen, irgendwelches Gemüse gepostet, irgendjemanden schwer beleidigt oder ähnliches. Solche Geschichten halt. Oder halt in anderer Weise gegen Richtlinien verstoßen. Da gibt es ein paar, kann man ja einsehen. Also ist ja nicht das Problem. Natürlich kann es sein, dass diese eher mal sein. Obwohl ich ja mich eigentlich immer versuche, recht nett zu verhalten. Manchmal klappt das natürlich selbstverständlich nicht. Bis es da zu einem normalen Strike kommt, dauert eigentlich eine Weile. Ja. Tatsächlich hätte ich auch eher erwartet, wenn ich mal einen Strike bekomme wegen Urheberrechtsverletzungen, obwohl ich da schon genau hinterher bin. Aber es kann immer mal passieren, wie es Fü schon gesagt hat in seinem Video. Bei ihm ist es passiert, bei mir ist es auch schon passiert, dass irgendein Rechteinhaber meint, er hätte für irgendwas die Rechte und claimt dieses Video. Verpasst entweder einen Strike oder eben halt eine andere Sache. Da, in der Regel ist das kein Problem. Kannst dann sagen, ja okay, entweder ich verändere da irgendwas am Video, Platz neu hochgeht, ist das Video wieder dein. Wenn es einen Strike gab, ist er natürlich trotzdem da. Du kannst da aber Widerspruch einlegen auf das entsprechende Video. Da hilft es auch nichts übrigens, das jetzt von jetzt auf gleich zu löschen, weil YouTube hat das ja sowieso noch gespeichert. Dieser Strike ist natürlich anfechtbar wenn es einen gab und du berechtigt hast und du die Lizenz nachweisen kannst, wird das natürlich dann auch genehmigt soweit fertiggestellt, sodass du dass der Strike auch aufgehoben wird. Ist übrigens auch bei meinen 3 Strikes, die ich bekommen habe, so, dass die aufgehoben wurden. Die Community oder die Claims bzw. die Content Strikes, da habe ich aber keine bekommen. Das hat Dü ein bisschen verwechselt. Ich habe keinen Content Strike bekommen. Ich habe sogenannte Community Richtlinien Strikes bekommen, wie ich schon gesagt habe. Das hat irgendwas, ich sage extra irgendwas, weil es war nicht irgendwer, gemeint, ich hätte irgendwo gegen verstoßen.
vermutlich, das ist wirklich auch meine Vermutung, dass irgendwas im Hintergrund, in der Hintergrundmusik vielleicht getriggert hat und dass dass da eben der YouTube-Algorithmus, der neuerdings sehr aktiv ist und sehr umtriebig ist, dass der darauf getriggert wurde und dann deswegen halt so viele Videos auf einmal rausgehauen hat. Soweit ich weiß, gab es da auch wieder eine Änderung. Da wird ja momentan permanent dran rumgebastelt, eigentlich um es den YouTubern selbst wieder leichter zu machen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es alles leichter wird. Es kann eben auch das Gegenteil bedeuten, dass das nach hinten losgeht. Zumindest für einige YouTuber. Tatsache ist ja, dass dieser YouTube-Algorithmus momentan sowieso schon für viel Aufregung auf YouTube sorgt, weil er bei vielen Videos schon von vornherein erstmal die Werbung runternimmt, was alles noch im grünen Bereich ist, würde ich mal meinen. Auch selbst YouTuber, die sagen hier, hol ich drauf, eigentlich sind meine Videos alle gut. Und denen dann Einbußen entstehen, die sagen dann auch, ja, okay, ist halt so. Da gibt es dann halt so ein gelbes Symbol, nicht für Werbetreibende geeignet. Da kannst du auch wieder Einspruch einheben. YouTube sagt selber, ruhig für jedes Video, wo ihr meint, ist was nicht in Ordnung, legt da ruhig Einspruch ein. Der Algorithmus ist eben nicht ganz richtig im Kopf. Also der funktioniert noch nicht hundertprozentig. Da wird immer noch dran gearbeitet, da wird immer noch was dran gemacht. Warum der überhaupt eingeführt worden musste oder so in der Form eingeführt werden musste, liegt halt daran, dass es halt Videos, ich glaube vom IS, also sprich von Terrororganisationen gab, die Propaganda, was auch immer, oder Schlimmeres eben hier auf YouTube veröffentlicht haben und die dann frecherweise auch noch Werbung geschalten haben, da YouTube das zu dem Zeitpunkt nicht richtig geprüft hat, war es halt so, dass dann eben auch die Werbung freigeschalten wurde. Das heißt, vor einem terroristischen Video lief dann zum Beispiel eine Werbung von Coca-Cola. Das hat dann irgendwann ein Sender oder irgendeine Nachrichtenagentur von den Amis hat das dann irgendwann aufgedeckt, hat da einen Riesenskandal draus gemacht, was selbstverständlich auch zu Recht ein Riesenskandal ist. Allerdings hätte man das auch leichter lösen können, aber naja, YouTube ist halt Konkurrenz für die normalen Medien und selbstverständlich nutzt man da jede Möglichkeit, den YouTube selbst eins auszuwischen. Insofern hat halt YouTube bis jetzt auch keinerlei Schuld an irgendwas und an dem Algorithmus selbst auch nicht, dass sie den eingeführt haben, war die logische Konsequenz, ist halt so, lässt sich nicht ändern. War es halt so, dass einige Firmen, inklusive Coca-Cola und so, gesagt haben, dann schalten wir eben keine Werbung mehr auf YouTube. Was letztendlich dazu geführt hat, dass die Werbeeinnahmen vieler YouTuber komplett eingebrochen sind. Das ist bei mir jetzt nicht so schlimm, bei mir ist es auch zurückgegangen, genau wie bei vielen anderen. Wie gesagt, ich mache es ja nur hobbymäßig, aber halt gerade die YouTuber, die von leben und die sowieso, sagen wir mal, kurz vor knapp davon gelebt haben, die trifft es natürlich deutlich härter, weil die dann durchaus Existenzprobleme bekommen könnten. YouTube selbst verdient natürlich auch weniger, wenn keine Werbung geschalten wird, weil ja anteilig von der, also die Werbung, die geschalten wird, die verkauft wird, davon geht ein Teil des Erlöses an YouTube und ein Teil, ja, an den YouTuber, beziehungsweise an sein Netzwerk, welches das nochmal aufteilt auf sich und auf YouTube, wenn man ein Netzwerk hat. Jedenfalls ist es halt so, dass YouTube dann eben diesen Algorithmus, es gab schon vorher einen Algorithmus, der ein bisschen geprüft hat, der war halt nur nicht so genau und hat halt auch nicht so genau hingeschaut und das auch nicht ganz so explizit gemacht, wie dieser jetzige. Dieser jetzige Algorithmus ist jetzt halt, vorher war es halt so, dass die Videos einerseits je nach Stufe mehr oder weniger zwar gemeldet wurden und gesagt wurde, hier, hol ich drauf, da habe ich das und das gefunden, bei Content Claims und so weiter und so fort wurde dann meistens sowieso gesagt, hier, keine Werbung und sowas, wenn, dann macht's der andere, weil ja, du sein Zeugs verwendest, ich meine, dann ist es halt so, obwohl man eigentlich sagen muss, dass ja in jedem Video auch immer Content vom anderen mitsteckt, das heißt, technisch gesehen müsste der aufgeteilt werden, aber grundsätzlich, wenn man von dem anderen illegal Zeugs verwendet, ist es durchaus legitim, wenn da einer sagt, hier, hol ich drauf, dafür will ich dann aber alles von Video haben, wenn ich die schon nicht strike. Sollte auch keiner was gegen haben. Ja, jedenfalls
Bei den Content Strikes ist es dann, war es halt schon damals so, dass dann automatisch die Werbung abgeschaltet oder umgeschaltet wurde, bis du Widerspruch eingelegt wurdest. Hast auch automatisch solche Strikes, da ging allerdings, glaube ich, nicht bei auch bei Content nicht. Du konntest halt nur ein Video, was so automatisch war, nicht hochladen, aber der eventuelle Rechteinhaber wurde darüber informiert, soweit ich weiß. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das alles stimmt, was ich hier sage, aber soweit ich weiß, wurde der eventuelle Rechteinhaber darüber informiert. Der hat das geprüft und dann gesagt, ja, Strike oder eben nicht. Ja, jedenfalls ja, war es halt so, dass ich dieses nette, liebe dass ich keine Content Strikes bekommen habe. Und wie gesagt, der Algorithmus konnte bis zu dem Zeitpunkt nichts automatisch machen. Das wurde jetzt geändert, dass der Algorithmus wirklich so weit automatisch reagieren kann. Warum ein Algorithmus? Warum macht das ein Computerprogramm und kein Mensch? Ja. Alle Videos zu überprüfen, das schafft einfach kein Mensch. Das muss ein Computerprogramm machen. Ich meine, allein bei mir sind das, ja, was ich erst durch die mitbekommen habe, ich habe da gar nicht richtig drauf geachtet. Allein bei mir sind das 6000 Folgen, wenn man dann bedenkt, oder 6000 Videos, wenn man dann bedenkt, dass jedes so ungefähr eine Viertelstunde geht, kann man sich ja ausrechnen, wie viele tausende Stunden man da, ja. Ist ja eigentlich relativ einfach zu rechnen, ne? 6000 durch 4. Auf jeden Fall sind zig Stunden, die allein auf meinem Kanal zusammenkommen, die man sich da angucken müsste, nur um zu gucken, ja, was ist da los, hat er denn wirklich hat er da alles richtig gemacht oder hat er nicht alles richtig gemacht? Das kann kein Mensch, das muss so gemacht werden, zumal deutlich mehr an Videos oder Videomaterial täglich hochgeladen wird, als ich allein schon jetzt auf dem Kanal habe. Das heißt, es muss ein Algorithmus machen, insofern verstehe ich das, dass der Algorithmus das dann auch alleine entscheiden muss, weil wenn der Algorithmus bei 1000 Leuten sagt, wenn der verschärft wird, ja, hier, hör ich zu, du musst da die Werbung abschalten, dass das auch dauert und ewig und dass da irgendwas schief geht, das sollte auch klar sein. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, dass ich da eigentlich relativ Glück hatte damit, bisher keine großen Beanstandungen gab, bei den meisten Videos die Werbung nicht beanstandet wird, beziehungsweise ab und zu mal da das Zeichen kam, aber das manchmal sogar von alleine verschwindet wieder. Ja, soweit so gut. Ich verstehe auch, warum der Algorithmus durchaus da alleine agieren sollte. In solchen Sachen, in Sachen Werbung, sage ich, alles gut, alles kein Problem, sagen auch die meisten YouTuber. Dann hört es aber auf, wenn es an, ja, Strikes und natürlich auch an Löschungen von Videos geht. Ich bin ja nicht der Einzige, der betroffen ist. Bestes Beispiel, Gronkh, der ja tatsächlich ja auch von Helga bricht aus, glaube ich, ein Video gelöscht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er dafür noch einen Strike bekommen hat oder nicht. Auf jeden Fall, er hat die Reaktion gemacht, dass er gesagt hat, so, jetzt mache ich das Ganze separat noch bei Twitch und bei Vidme. Wie es da läuft, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch mir einen Vidme-Kanal erstellt, habe den aber mehr oder weniger liegen lassen, weil es bringt nichts. Ich müsste von vorn anfangen und ja, die meisten Leute, die ja da schauen, die schauen logischerweise nicht bei, oder hier schauen, glaube ich, schauen logischerweise nicht bei Vidme, weil es eigentlich nicht nötig ist. Deswegen habe ich das halt quasi eingestampft. Es ist auch ein bisschen kompliziert, weil, sagen wir mal, es ist noch nicht so komfortabel, bei Vidme was hochzuladen. Ja, jedenfalls kann der Algorithmus allerdings, wie gesagt, auch entscheiden, ob ein Video gelöscht wird oder oder was halt damit passieren soll. Kann auch automatisch im Zuge dieser Löschung Strikes verteilen. Ja, und jetzt war es halt so passiert, dass der Algorithmus bei mir irgendwas erkannt hat, irgendwas getriggert hat, was natürlich nach zweiter Prüfung durch eine echte menschliche Person, weil das habe ich ja dann hinterher angestrebt, ja, dass der Algorithmus gesagt hat, hier ist irgendwas schief, das gefällt mir nicht. Das Video wird nicht nur die Werbung entfernt, nein, das wird jetzt erstmal komplett gelöscht. Und ich verpasse dem Kanalbesitzer einen Strike dafür. Dann ist der Algorithmus zum nächsten Video und hat offensichtlich wieder was gefunden und hat mir noch einen Strike verpasst. Und dann ist der Algorithmus wieder hin und hat gesagt, ja, hier habe ich wieder gegen die Community-Richtlinien verstoßen und hat mir noch einen dritten Community-Richtlinien-Strike verpasst. Dieser dritte Strike, wie schon gesagt, jeder Strike hat mit Restriktionen zu kämpfen. So ist der erste Strike bei den Community-Richtlinien, bei den Content-Strikes kann es durchaus anders aussehen. Aber bei Community-Richtlinien, ich kann es ja jetzt aus Erfahrung sagen, weil es ja immer überall da stand, ist es halt so, beim ersten Strike kannst du 2 Wochen lang keine Livestreams machen. Ja,
wie gesagt, beim ersten Strike, als der reinkam, dachte ich mir ja auch noch nicht, ja gut, nicht so schlimm, ihr legst da halt Widerspruch ein, bis du den nächsten Livestream machst, wird er wieder weg sein. Beim zweiten Strike kannst du dann keine Videos hochladen für 2 Wochen. Das hat mich schon mehr geärgert, allerdings da der zweite Strike so kurz hintereinander kam, wusste ich schon, dass ich eigentlich nur drauf warten brauche, bis Nummer 3 reinflattert. Und Nummer 3 heißt einfach, dein Konto wird gesperrt bzw. gelöscht. Im Prinzip wird es erstmal nur abgeschalten, gelöscht noch nicht, weil sicher ist sicher. Sonst hätte man es ja auch nicht mehr wiederherstellen können, wie man es jetzt gerade gemacht hat. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wird dein Konto gesperrt erstmal und dann nach einer gewissen Zeit, ich nehme an, Monat, 7 Tage, sowas in der Art Dreh, wird das dann vollautomatisch dann von YouTube gelöscht und von allen Servern sämtliche Videos runtergehauen. Und ja, glücklicherweise konnte ich da noch relativ schnell reagieren. Stell dir mal vor, du bist im Urlaub gehst einfach los und sagst hast keine Dingens und auf einmal bekommst du die Strikes rein. Dein Video wird gelöscht, du kannst keinen Einspruch erheben in der rechtzeitig, weil du halt gerade in Urlaub gefahren bist, hast keine Internetverbindung, hast gar nicht gemerkt, dass irgendwas mit deinem Kanal nicht stimmt. Und wenn du wiederkommst, siehst du, ja, kannst nicht mehr reagieren. Ärgerlich. Ja, jedenfalls ärgerlich genug ist es schon, dass dieser Algorithmus allein schon in der Lage ist, solche Strikes und solche Löschungen vorzunehmen. Besser wäre es da, wirklich zu sagen, okay, Werbung erstmal abschalten und das Video direkt zur manuellen Überprüfung an den YouTube-Mitarbeiter schicken. Es darf dann natürlich kein, in Anführungsstrichen, gelangweilter Mitarbeiter sein, weil die Sorge hatte ich ein bisschen auch. Gerade am Anfang war mir das häufig genug passiert, auch bei Content Strikes, da hat irgendjemand Content von mir, der, wo ich wirklich die Lizenz dafür hatte, hat jemand geclaimt und gesagt, hier, da hast du gegen verstoßen, das ist meins. Und weil ich halt so ein kleiner Kanal war, wurde das einfach stattgegeben, hat einer gesagt, lohnt dich zu überprüfen, mache ich nicht. Mittlerweile bescheine ich wenigstens in der Hinsicht vielleicht groß genug zu sein oder eben aufgrund des Algorithmus ist es auf jeden Fall notwendig, das immer zu überprüfen, dass die Leute da wirklich dazu angehalten werden, weil der eben so fehlerhaft ist, gerade wenn der Algorithmus da Alarm schlägt, dass da wirklich eine Überprüfung eingeleitet wurde. Die hat jetzt ein paar Tage gedauert. Im Prinzip, der Strike kam am Samstag Vormittag, beziehungsweise alle 3 Strikes kamen ja Samstag Vormittag innerhalb einer Stunde in etwa. Das heißt, ab Samstag war der Kanal gesperrt. Ich habe direkt danach natürlich diese Beschwerde, nennt sich das, also dem Ganzen widersprochen und darum gebeten, dass das Ganze nochmal geprüft wird. Und das ist hinten bei rumgekommen, dann am nächsten Tag direkt quasi so eine Standardmail kam, ja, beziehungsweise direkt am selben Tag kam noch die Standardmail direkt danach, ja, wir haben Ihre Beschwerde erhalten, wird demnächst geprüft, so in der Art. Gucken wir mal weiter. Standardmails habe ich halt viele erhalten in letzter Zeit. In den letzten Tagen. Aber ich denke, das ist ein Thema für die nächste Folge. Da können wir gleich weiter drüber faseln, beziehungsweise in der nächsten Folge. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.